Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur Schlacht um Schlach. Schlach mich tot. Zur Schlacht um Ostikan. Wir greifen Ostikan an. Es wird gleich richtig brennen. Wir haben ein Schild, wir haben ein Schwert. Natürlich nicht das Beste, aber wir haben eins. Es sollte uns jetzt erstmal helfen. Ich will langsam so ein bisschen gucken, dass wir vielleicht auf Schwert skillen ein bisschen. Auf dem Einhänder. Ui. Wo haben sie denn die Kacke wieder? Oh Gott, und die haben nicht nur einen. Das mag ich ja gar nicht. Okay, die sind recht schnell da. Finde ich den Hai da oben? Okay, den einen habe ich. Die schießen weniger. Ein Schuss weniger ist ein Schuss weniger. Kollege. Oh, wir haben hier mittlerweile Barrels. Da hinten der Haiopal. Die haben uns gut getroffen. Ich hoffe, wir sind gleich am Tor. Ja, dass sie fliehen, ist jetzt nicht gerade ungewöhnlich. Alter, die treffen gut die Säcke. Und die treffen mich auch gut, die Hajos. Woher kommt der Fall? Okay, aber die Ramme sollte es schaffen. Auch wenn das sehr weh tut, was da passiert. Jetzt. Ja. Jo, der ist weg. Lass die einen Schuss weniger machen, dann ist alles gewonnen. Danke. Okay, die ersten gehen hoch. Nein. Jetzt. Jetzt. Alter, komm! Ja, danke. Okay, jetzt wird hier alles zur Sau gemacht. Ja, unsere Leute sind ja schon richtig krass auf dem Wall unterwegs. Die haben uns aber mit ihren behinderten Katapulten wehgetan. Was? Was ist los mit euch? Was ist lost? Ihr seid lost, Leute. Hoch! Was ist denn falsch mit euch? Bewegt euch! Hopp, hopp. Warum geht ihr wieder runter? Was habt ihr Angst? Ich hab hier mein Schild, ich hab alles dabei, hör mal. Okay, wir sind oben. Okay. Hallo, ich rasiere euch weg, ich bin Gillette Abdi. Ey, komm. Au. Okay. Bam. Bam, Junge. Bam. Ich sag euch, ich bin Gillette Abdi. Was habt ihr denn geglaubt, dass ich der verkackte Kuckucksmann bin oder was? Jetzt nehmen wir uns mal das da oben vor. Hallo? Bleiben Sie stehen! Ich bin härter als die Polizei erlaubt. Jo, daneben. Au! Der blöde Typ da oben, hör mal. Rückwärts laufen, rückwärts laufen, rückwärts laufen, rückwärts laufen. Au. Oh oh, die haben mich umge... Die haben mich eingekreist. Schnell draufhauen. Au. Oh oh.
Das sind schwache Leute. Aua. Aua. Ja, ja, da ist Unterstützung. Oh ja, das war daneben. Okay, der ist tot. Sind wir auf der Mauer? Oh Gott, da hinten kommen ja immer noch mehr. Weg. Aua. Hi, Opai. Die, du Hiopai. Oh, du bist so doof. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Leute, wir haben freie Bahn hier oben. Und es kommt keiner? Ja. Ihr merkt's schon, oder? Da halten... So. Nein. Nein. Oh Mann. Junge, wo seid ihr denn? Jetzt kommt ihr hoch. Ja. Alles klar, wo Boss tot ist, kommt ihr hoch. Wir hätten das alles schaffen können. Naja. Wir hätten die Mauer halten können, wenn ihr da wärt. So wie hier zum Beispiel das nicht funktioniert hat. Und wir hätten ohne Probleme die ganze Mauer haben können. Nein, natürlich nicht. Guck mal hier. Ihr könnt euch da oben hinstellen und euch einfach durchhauen. Wir sind schwache Leute. Wir werden mit so einem Verlust rausgehen. Na gut, jetzt haben sie da wenigstens mal aufgeräumt. Ja, guck mal. Jetzt kommen sie da langsam raus. Ja, gleich holen sie sich das da vorne hoffentlich. Leute, über die Mauer! Mach den Katapult kaputt! Es ist eine reine Wuselei. Ja, aber gleich haben wir's. Da kommt wieder so ein Mob hoch und... Oh Leute, die Leiter! Ja, jetzt wird hier hoffnungslos vernichtet. Oh, meine Güte. Ich nehme die Prisoners mit. Also manchmal, ich sag's euch, manchmal kann man bei den Leuten hier echt verzweifeln. So, landische Infanterie passt. Ja, ja, alles gut, wir verkaufen die auch direkt. Ich mach mir da keinen Kopf. Show Mercy passt. Go to the Keep. Dungeon, Manage Prisoners. Abfahrt, viel Spaß. Trade. Alle Waffen. All das. Ich verkaufe einfach alles, auch wenn wir jetzt unsere Pfeile verkauft haben, aber das geht ja noch. Cheese, Wine, Oil, passt. Abfahrt. Oh, meine Capacity ist zu hoch. Dann verkaufe ich ein bisschen davon. So, passt. Recruit Troops. Eine Truppe. Alles klar. Wir sind zu schwach für einen Kampf, glaube ich, ne? Wir gehen wieder rein. Shit. Ich war zu lahm. Was ist denn dein Offering? Gut. Okay, Moment. Besser. Okay. Ach du Scheiße.
Und ich bin noch extrem angeschlagen. Ich habe mir eben noch gedacht, geh nicht raus. Aber viel zu spät, da habe ich schon den Knopf gedrückt. Aber wir müssen das schaffen. Ich schwitze zwar jetzt schon, aber wir müssen das schaffen. Hätten wir eine gute Chance. Die kommen von da. Wir könnten die gut hier überraschen. Wir könnten hier... Okay. Je näher wir an unserem Spawn sind, desto besser. Ich muss wahrscheinlich mit Schwert reiten. Wir werden sie von hinten überraschen müssen. Die werden sich so mit uns fetzen wollen. Und macht ihr gleich eine Shield-Wall draus. Jo, die zwei steht bereit. Und die ersten kommen. Da vorne sind die ersten Reiter. Okay. Wir kämpfen mit dem Schwert. Das ist nie eine gute Idee. Okay, die versuchen uns aufzumischen. Gehen mal schön von hinten drauf. Okay. Alles gut. Ist nichts passiert. Wir mussten sie erstmal ein bisschen ablenken. Okay. But. Natürlich töte ich hier nicht sofort. Also sie ziehen sich zurück, oder was? Kommt, 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 kommt. Wir reiten einfach die ganze Zeit durch, bis sie weg sind. Und wir töten so viele es geht von ihnen. Und Hauptsache nicht stehen bleiben. Boah, das wird eine harte Schlacht, Leute. Lass uns mal rausziehen. Da, sie rennt volle Kanüle in uns rein. Oder er, oder sie. Oh. Okay, hat abgewehrt. Die Leute kommen wieder. Aber wir können bis dato einfach alle niedermetzeln. Und am meisten sie niedermetzeln. Da ist sie weg. Ximena. Okay. Raus hier. Dann kommen die Reiter wieder. Die wollen natürlich versuchen, ihre Leute zu schützen, während wir hier aufmarschieren. Jetzt bauen die sich auf. Alles gut. Sie wollten den Krieg. Wir haben ihn angeboten. Wir ziehen uns einfach simply jetzt ins Best zurück. Lasst sie in unsere Falle tappen. Wir haben den schon richtig wehgetan. Au. Entschuldigung. Ja, die laufen die ganze Zeit rein. Okay. Die Truppen kommen. Wir drehen. Alles gut. Schnell, 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 schnell. Wir müssen jetzt schnell agieren. Wir greifen nicht an. Sie werden so lange schießen, bis wir tot umfallen. Und das ist nicht unser Problem. Sollen sie kommen? Die werden wieder die Nerven verlieren und uns angreifen. Alles gut. Wir warten, bis sie vormarschieren. Haut sie weg. Ah!
So. Einer weg. Die marschieren wieder in unsere Truppen rein. Wir müssen die Archer erwischen. Halbe Miete. Wirklich halbe Miete. Okay. Oh, da hat sich einer von uns verabschiedet. Batz, Treffer. Alles gut. Wir halten die Stellung. Wir müssen einfach warten. Das ist leider unser Deal gerade. Wir müssen einfach ein bisschen warten. Die werden versuchen, immer wieder mal anzugreifen. Sie werden uns versuchen zu ärgern. Das ist halt so. Sie werden nochmal sowas hier ankommen. Also wird. So, ein paar haben wir weggehauen. Alles kein Problem. Die versuchen das die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was deren Ziel ist. Ich akzeptiere einfach mal ihre Taktik. Autsch. Wir holen uns den Typen da vorne jetzt noch. Ah, der haut ab. Alles gut. Haben wir also hinbekommen. Da haben wir einen. Jetzt müssen wir mal gucken in Ruhe. Haben wir einen Captain von denen? Treffer, ha? Unangenehm. Äußerst unangenehm. Treffer. 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 Jetzt greifen sie an. Du Holzkopf! So, Treffer. Okay. Wir schaffen das, wir schaffen das. Einfach weiter auf den Sack gehen. Bis sie keine bis ihre Power sie verlässt. Und von hinten rein, und von hinten rein. So. Heftig es geht, einfach hinten drauf. Einmal Sandwich zum Mitnehmen. Das können wir. Und wie wir das können. Oh ja. Oh Gott, da wird jetzt aber. Da wird aber rund. Ich bin gleich vom Pferd und zwar jetzt. Ich bin direkt gefallen. Shit. Aber wir haben bis dato jetzt eigentlich so gut wie alles unter Kontrolle. Und ich glaube sogar gewonnen. Kann es sein? Wir haben es sogar geschafft zu vertreiben, weil die meisten abgehauen sind. Hm. Oh, wir haben noch ein paar Truppen. Na gut, mit denen kann ich jetzt nicht viel anfangen. Wir haben wirklich eine massive Unterzahl überlebt. Das ist ja der Wahnsinn. Ich hätte das nicht erwartet. Ich habe alles erwartet, aber nicht diesen Kampf. Ja, da können wir doch sehr stolz auf uns sein, würde ich mal sagen. Ha? Ich würde sagen, wir ziehen uns erstmal zurück und warten hier ein bisschen. Damit sich unsere Zahl auch erholt. Trade habe ich bekommen. Decrease in sell price penalty for trade goods. Decrease sell price penalty for equipment. Your profits are marked. Ich würde sagen, wobei.
Ich würde sagen, das hier. So, stop waiting. Wir gucken mal, können wir hier... Was haben sie denn noch nicht so viel? Naja. Wir könnten ja einfach ein bisschen Gold machen, indem wir hier was verkaufen. Und damit unseren Trading-Skill auch ein bisschen höher treiben. Okay, wir können uns wieder frei bewegen, denke ich. So, stopp. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist passiert. Es wird angegriffen. Das Castle hier. Warte mal, ich muss mal ein paar Sachen rausnehmen. Also, die sind so gut wie geschlagen. Muss man halt ehrlich zugeben. Onyura ist gefallen, stimmt. Das wird jetzt versucht wieder zu erobern, das ist okay. Dieses blaue irgendetwas macht mir gerade noch ein bisschen Sorgen. Also, ja. Eigentlich müsste ich den Krieg jetzt beenden, bei den Bataniern gucken, was ich kriege. Und dann versuchen, den nächsten Krieg anzuzetteln. Gegen die Blauen. Aber das ist nicht so einfach. Also, wenn wir mal gucken. Das Southern Empire hat halt viel mehr Truppen als wir. Wir haben mehr Castles, aber die haben mehr Towns. Ist nicht so geil. Und es würde sich gerade gar nicht lohnen. Und da wären wir lieber bei Bataniern, bei den Bataniern ein bisschen mal zu gucken, was wir da eigentlich an Leuten bekommen könnten. Tendenziell. Das wäre mir eigentlich lieber. Weil die jetzt auch ziemlich viel verloren haben. Fasana, was hat sie denn? Ja gut, die haben nur eins. Sei dir gegönnt, Fasana. Du kriegst meine volle Gönnung. Wie viele Truppen hätten wir? Wir hätten 700. Talival ist gefallen, jawohl. Talival. Talival ist schon mal gut. Dann haben wir wieder was. Und also wir haben eigentlich... Also würden die uns das nicht weggenommen haben und hier die zwei Sachen, dann wären wir schon extrem krass unterwegs. Das ist halt so der Punkt. Ich guck mal, kann ich Leute noch holen? Wir brauchen auf jeden Fall noch Unterstützung, frische Truppen. Wenn die kommen... Dann holen wir uns noch Turby Castle. Das könnten wir noch schaffen. Und dann haben sie auf dieser Seite schon nichts mehr verloren. Also wirklich nichts mehr verloren. Weil dann ist das für sie jetzt Lamenon, soll es bekommen. Ja gut, Lamenon macht Sinn. Stuttgart oder Neretzes macht schon Sinn. Hat eine stärkere Position. Also die haben halt nur fünf Towns, die nehmen wir denen auch noch weg. Die meisten sind ja eh unten rechts, also ist das schon okay. Die meisten unserer Truppen erholen sich, sehr gut, das gefällt mir. Es kommt noch Sora dazu, glaube ich, wenn es klappt. Sora has arrived, sehr gut. Also es sollte klappen. Oh nein, bitte nicht jetzt. Bitte nicht jetzt. Hoppala. Windows-Taste. Okay. Stopp. Wir machen das jetzt so. Wir gehen jetzt in die Schlacht, holen uns das hier und gucken, ob wir nicht gleich wieder Frieden machen können. Also, was ist los? Gib mir den da. Also mit den Bataniern, weil der Krieg hier macht gar keinen Sinn. Jetzt, nach dieser Schlacht. Also, wir können gegen das südliche Kaiserreich Krieg führen. Wir würden auch viel gewinnen können. Aber wir brauchen erstmal den Frieden mit Bataniern. Und das heißt ich an der AI, die will Krieg. Immer nur Krieg. Und ich kann die gerade nicht überstimmen. Und das ist eklig. Naja, egal. Ich würde sagen aber, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.